Ich glaube nicht, dass man sich über niedrigere Immobilienpreise freuen würde, wenn alle ihre Jobs verloren hätten. Björn, der britische Immobilienmarkt wurde vom Brexit-Votum stark angeschlagen. Der Vertrauensindex sank im Juli auf nur noch 5. Und in diesem Monat wurden die REX-Daten für August veröffentlicht. Diese zeigten eine deutliche Erholung auf dem Marke 12 an. Soll das heißen, dass der Brexit gar nicht so schlimm für den britischen Immobilienmarkt ist? Daraus sollten wir die Lehre ziehen, dass der Brexit nach wie vor ein theoretisches Konzept ist. Nun ist ein neuer Deal abgeschlossen. Der Immobilienmarkt hat eine bestimmte Nachfrage, die sich in den letzten Jahren angesammelt hat und noch ein paar Jahre dauern wird. Dieser Markt ist eher längerfristig. Die Erholung des Vertrauensindexes ist selbstverständlich. Die Nachfrage war vorhanden, die Wirtschaftsfaktoren waren vorhanden. Menschen brauchen Immobilien in Großbritannien. Es gibt einen seit langem hinausgeschobenen Bedarf. Dies kommt kurzfristig zum Ausdruck. Nach einer verbreiteten Ansicht sei der Brexit nicht so schlimm, dass sich die Wirtschaftsdaten ganz gut erholten. Aber wie Sie sagen, ist das im Moment nur eine Theorie. Sofern Artikel 50 noch nicht in Anspruch genommen wurde, wird sich die Lage drastisch ändern, sobald Artikel 50 evoziert wird und die Verhandlungen beginnen. Man sollte zwischen London und dem restlichen Großbritannien unterscheiden. Wir haben viel zu tun im Norden des Landes, wo man von dem Brexit profitiert. Ein billigeres Pfund ist für die Industrie und für Exporte von Vorteil. Diesen Sektoren geht es ziemlich gut. Dem Immobilienmarkt geht es super. Im Gebiet Liverpool besteht ein 11-jähriger Wohnungsmangel. Dabei ist London eine andere Frage. Sollte die Stadt es nicht schaffen, den gesetzlichen Status quo bezüglich der Rentenkassen beizubehalten, so würde dies für London einen Weltuntergang bedeuten. Auch früher hatte London und andere britische Städte ein Problem mit überbewerteten Immobilien. Die Wohnungspreise übertrafen unglaublich vielfach das Durchschnittsgehalt britischer Bürger. Kann sich der Brexit auf den Preis dieser Häuser auswirken? Wird es ein Vorteil oder ein Nachteil sein? Wir wären froh, kommentieren zu können, dass ein Preissturz bei Londoner Immobilien gut wäre. Aber leider wäre die Ursache, die ein solches Szenario auslösen würde, für die Wirtschaft von London schädlich. Ich glaube nicht, dass man sich über niedrigere Immobilienpreise freuen würde, wenn alle ihre Jobs verloren hätten. Im übrigen Königreich ist die Lage viel verhaltener, sowohl in Städten als auch auf dem Lande. In Manchester und Liverpool nehmen die Preise rasch zu und sind hoch genug. Aber in den Vorstädten von Leeds und Blackburn gibt es schöne Wachstumsgebiete, Grünanlagen. Die lokalen Regierungen zeigen perfekte Leistungen auf dem Gebiet von Sozialwohnungen und günstigen Immobilien. Die erschwinglichen Immobilien sind nicht so preissensibel. Deshalb sind die entlegenen Gebiete weniger betroffen als die Großstädte. Fassen wir zusammen, der Brexit dürfte den Londoner Immobilienmarkt beeinträchtigen, aber für den Norden Großbritanniens wäre er nicht so gefährlich. Das stimmt. Björn, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Danke. Das war's von Björn und mir. Wenn Sie dieses Video gut finden, kommentieren und liken Sie es auf dukaskope.tv.